Hallo Freunde, was wisst ihr eigentlich über Fußball? Das finden wir heute heraus bei unserem Quiz und ihr könnt mitmachen. In erster Linie machen wir natürlich hier selber erstmal unter uns dieses Quiz, aber ihr dürft draußen am Bildschirm einfach mitraten, mitschreiben, mitfiebern. Und wir werden Folgendes machen. Erstmal ein klassisches Quiz, ja, da gibt's Fragen wie zum Beispiel, wie viele Tore hat Anthony Yeboah 1922? Richtig. So, das zweite Element ist eine Schätzfrage. Da wäre zum Beispiel die Frage, wie viele Tore hat Anthony Yeboah in der Saison ungefähr geschossen? 18. Fast, 22. Das dritte ist, wer kennt mehr? Nenn mir einen Torschützenkönig aus Saison. Anthony Yeboah. Richtig. Und dann geht das reihum. Und wer niemanden mehr kennt, der ist raus. Raus bist du. Okay. So, habt ihr dazu noch Fragen? Ich habe so viele Fragen gerade, aber die passen dir nicht. Vielleicht hast du auch viele Antworten. Ja. Das wäre nämlich eher gewollt. Okay, wir starten mit Runde 1, unserem Quiz. Ihr schreibt die Antworten auf euer. Darf ich das stehen lassen oder ist das beleidigend? Soll ich das, das ist ziemlich beleidigend, ja. Ja? Ja. Dann mache ich das K weg, okay? Ja. Mach doch ein B draus, dann passt. Dann steht, ich mache das K weg, dann steht da nur noch X-Bin. Okay? Ja, genau. Ich werde hier gemobbt. Runde 1, geht los. Wo ist die Frage? Wer stellt und könnt ihr mal aufhören, auf meinen Zettel zu gucken, bitte? Ich würde sagen, du bist der Erste. Etienne, du fängst an. Ich kenne die Frage noch gar nicht. Ja, die wird jetzt eingeblendet. Ach so. Nenne einen Spieler aus Trapattonis legendärer Wutrede außer Strunz. Oh, ist das gemein. Außer Strunz. Nenne einen Spieler, aber Moment, er muss in dieser Rede stattgefunden haben oder er muss in dieser Mannschaft gespielt haben? Er muss in dieser Rede stattgefunden haben, so interpretiere ich das. Also den muss er erwähnt haben in seiner Wutrede. Er hat ja nicht nur Strunz erwähnt, sondern auch ein paar andere. Oh. Ich meine, dass er den erwähnt hat, aber ich bin mir nicht sicher. Was erlaube Strunz? Ich habe das komplett, ich überlege gerade, es ist so überstrahlt, die können sich alle hinter Strunz verstecken. Was erlaube Strunz, sage ich dir nur. Ja, ja, das merkst du, dass du das, wenn du es einfach sagst, dann fällt dir nichts anderes ein. Strunz. Strunz. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, was ich geschrieben habe, aber ich habe einmal irgendwas draufgeschrieben. Hey, wir warten auf dich. Komm. Ihr habt alle schon was geschrieben. Nee, hat auch nicht so geschrieben. Warte. Nils auch. Nee, Nils hat auch nicht so geschrieben. Ich sag einfach. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe jetzt dumm geraten. Ich weiß nicht mehr. Und du, was schreibst du den Satz gerade auf oder was? Nee, ich schreib den Vornamen noch dazu. Seid ihr bereit jetzt? Den kenn ich nicht mal. Endlich. 3, 2, 1, aufdecken. Thomas Helmer haben wir hier bei Nils. Scholl. Ich hab auch Scholl. Dreimal Scholl. Oh, scheiße. Scholl, Mehmet Scholl. Ich weiß gar nicht mehr, wie die gehen. Scholl, ich meine, er hat 25%. Elba, Janka, Zickler, Scholl, Basler und Hamann. Also hätte man ja alle. Das ist peinlich. Helmer ist einer der einzige quasi aus der Mannschaft, der nicht genannt wurde. Helmer hat damals ein richtig gutes Spiel gemacht. Alle außer Helmer. Der war richtig stark an dem Tag, der Helmer. Aber ihr habt doch voneinander abgeschrieben, dass ihr alle Scholl gesagt habt. Ich habe die Erinnerung, dass Scholl halt ständig verletzt war. Es war irgendwie Scholl ist ständig verletzt. Das nehme ich euch nicht ab, dass ihr alle Scholl geschrieben habt. Ohne voneinander gelunzt zu haben. Ihr seid Lunsis. Ich bin hier drüben, ich kann da nicht lunchen. Ich schreibe so. Und er trägt eine Brille, das wird er nicht gesehen haben können. Wann kommt Nico endlich? Nummer 2. Nico. Du darfst jetzt. Nenne 4 Vereine, für die Andi Möller gespielt hat. Jetzt habe ich nur 3 hin. Oh. Wir haben einen 30-Sekunden-Countdown auch. Ja, man muss wir haben einen 30-Sekunden-Countdown übrigens. Den man nicht hört, der läuft einfach. Ich habe keine Ahnung, für den er das gespielt hat. Wie viele muss man nennen? Alles klar, herzlichen Glückwunsch. 3 oder 4? Wie viel waren 4. Das? 4. Okay, warte. Sekunden laufen ab in 5, 4, 3. Sag mal, jetzt 2, 1. Da! Stifte, hallo! Das stört doch, wenn du laberst! Ich hab keine Stifte, Ahnung. Echt, Stifte. Sowas hab ich, bei sowas bin ich super schlecht. Oh, ich auch. Stifte. Das geht immer aus mir raus. Soll ich euch die 4 Vereine vorstellen? Hörst du erstmal auf zu schreiben? Ja, jetzt, pass auf. Ich glaube, ich verwechsel gerade Andi Möller mit Jens Lehmann. Das ist noch peinlicher. Ich auch, hast du jetzt aufgeschrieben hier endlich? Wir probieren es einfach mal. Scheiß. Ich habe einfach mal eine aufgeschrieben. Fang mal an, Nico, hier. Ja. Ich habe Frankfurt, Dortmund, Schalke und Juventus Turin. Ah, ich habe Frankfurt, Dortmund, Schalke und Inter Mailand. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Er war irgendwo in Italien mal. Und du? Was heißt Etienne? Ich habe auch. Ich habe Frankfurt, Dortmund, Schalke und Mailand. Und du? Das ist sehr, sehr gut. Ich habe BVB, Frankfurt, Mailand und KSC, mir fiel nichts mehr ein. aber Schalke, fuck it! Frankfurt, Dortmund, Schalke und Juventus Turin ist korrekt. Niemand Punkt. Ich wusste irgendwas in Italien, aber ich dachte, kam von ihm nicht Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja, und dann war es weder Mailand noch Madrid. Ja.
Aber das ist halt auch dieser unsägliche Zeitdruck, der einen so zu dieser. Moment, dann es ist 30 Sekunden, einer 10 Sekunden rumlabert, nur weil er die Lösung schon aufgeschrieben hat. Das ist Schiebung eigentlich. Weil das ja auch alles falsch war. Aber ich bin sehr stolz, dass ich nicht. Ich bin halt der Einzige, der bisher alles richtig gehabt hat, möchte ich an der Stelle betonen. Bei zwei Fragen. Ja. Dann machen wir schnell die dritte, damit er was nicht weiß. Nils, du bist dran. Okay, wem gab sie dann seinen berühmten Kopfstoß? Vor- und Nachname. Wie war's Vor- und Nachname? Was ist der Vorname? Weiß ich nicht. Den Vornamen weiß ich auch nicht. Nee, das ist doch scheiße. Weißt du den Vornamen nicht? Also ich weiß den Vornamen wirklich nicht. Wie hieß denn mit Vornamen? Keine Ahnung. 10 Sekunden läuft. Darf ich nicht zählen, ne? Ich darf dich nicht darauf hinweisen, dass die Uhr in 5 Sekunden abläuft. Wir dürfen Nico nicht gewinnen lassen, der dreht sonst durch. Ich weiß das nicht. Ich habe einfach sinnlos was hingeschrieben. Dingeling! Was weiß ich, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Ich meine, es ist Matarazzo gewesen, oder? Ja, aber die. Matarazzi. Matarazzi? Gute Frage, Matarazzi oder Matarazzo? Ich bin Matarazzi. Matarazzo ist der Stuttgart-Trainer, Matarazzi. Der Matarazzi. Marco habe ich jetzt Vornamen, aber das ist der Stuttgart-Trainer. aber ich weiß nicht, wie der heißt. Gonzo hast du geschrieben? Nein. Ach, Gonzalo Matarazzi. Ich habe Gianfranco. Ich habe Giovanni. Verdammt! Marco Materazzi. Marco Materazzi. Aber jetzt geht auch kein Punkt, oder? Auch kein Punkt. Nein! Materazzi ist ja schon mal ganz falsch. Halber aber Marco Punkt. Ist richtig. Halber Punkt. Marco, wer weiß denn, dass der Marco ist? Ich hab das so einen Scheiß, Alter. Ich hab den Vornamen sogar gewusst. Und hab ihn dann verwechselt mit dem Scheiß-Trainer von TSG Hoffenheim. Hast du Marco Materazzo geschrieben? Ich hab Marco Materazzo geschrieben. Hast du sein Buch gelesen? Marco Materazzo. Nee, Materazzi. Meine Rippen und ich. Nee. Was der Kopfschuss, wenn ich ein Buch darüber geschrieben habe. Der Kopfschuss und ich? Direkt kapitalisieren. Was sie dann wirklich zu mir gesagt hat. Ja, okay. Gibt's ein ganzes Buch drüber. Ja. Was sie dann wirklich gesagt hat. Das könnte ein Satz sein, also, dieses Buch. Ja, der hat einfach. Also wer jetzt? Marco Materazzi hat ein Buch geschrieben. Was sie dann zu mir gesagt hat. Könnte mal eine Fakten. Ja, aber was hat sie dann zu ihm gesagt? Ich habe das Buch nicht gelesen. Nach einer Fake News hier, aber. Welche Rolle spielt die Frau überhaupt? Und warum nicht hier Stroh? Komm, Frage Nummer 4. Ich darf vorlesen. Wie wird das Old Trafford auch genannt? Ja, das sind immer diese geilen Fragen, die ich liebe. So Stadienfragen. Du Weltenbummler. Old Trafford ist doch schon der Spitzname. Ist es nicht Old Trafford tatsächlich? Mhm. Also, das ist der Name einfach. Wieso, was ist denn mit dem Countdown los? Der ist aber spät gestartet. Ja, gut, okay. Da können wir einfach mal 10 Sekunden abziehen oder 30. Wir haben doch alle was aufgeschrieben, oder? Nee, Nico noch nicht. Das ist gut. Ich weiß es nicht. Oh, das mit dem I, das ärgert mich. Ja, Tobias. Dass ich einfach in den da musst du diese Frage weiß ich. Diese jetzt? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Nee, dann will ich einfach eure Antworten. Ja, ihr seht so Fragen aus. Ja, genau. Sir Alex Ferguson Stan. Die alte Dame. Die alte Dame, ja. Das ist auch passt. Die alte Dame. Theater of Dreams. Yep. Theater of Dreams. Ach ja, stimmt. Dürfte die korrekte Antwort sein, habe ich auch. Das Theater of Dreams. Das Theater der Träume. Deutsch. Jetzt eher Theater of Nightmares, ne? Aber. Wir hoffen, dass Eintracht Frankfurt nie der alten Dame zugelost wird. Dann landest du nämlich in der falschen Stadt, Etienne. Das ist Hertha BSC, ne? Die alte Dame? Das ist Juve. Juve. Sag ich mal. Hertha BSC Juve. Aber hat Hertha nicht auch so ein. Also du wärst erst in der falschen Stadt gelandet, dann wärst du in die falsche Stadt weggeflogen. Ey, diese Spitznamen von ganzen Stadien und Vereinen, ich kann mir das als Rosso Nero und Blanco Ieri und die Jalousie Controverso. Nächste Frage. Nächste Frage, du darfst, Etienne. Darfst uns erhellen. Ach, das sind so Fragen, die sind albern. Das ist so random. Wo fand das Champions-League-Finale 2005 statt? Das ist wirklich eine Scheißfrage. Da muss ich wirklich mal beschweren. Woher soll ich wissen, wo das stattgefunden hat? Das ist 20 Jahre. Hast du es geguckt? Was weiß ich? Weiß ich nicht. Ich meine, wenn es das ist, was es ist, dann ist es das, was es ist. Ist es das, was ich denke, was es ist? Also wenn ich denke, das, was es ist, dann ist es das, was es ist, glaube ich auch. Ja, okay. Geil. Ich denke das Gleiche, glaube ich. Richtig dumme Frage ist das. Was weiß ich? Okay. Was habt ihr beide hier? Weißt du die Antwort? Ich hab Istanbul. Istanbul. Das ist doch 2005. Vielleicht so Spackos, ernsthaft. Ja, es ist doch Mailand gegen Liverpool. Mailand gegen Madrid, Hauptsache Liverpool gewinnt. Was ist das für dumme Fragen, ey? Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Nein, es ist nicht. Das war die letzte Frage. Okay, das waren fünf Fragen, war ne? Eine noch. Wer fragt die Frage? Ich. Nico dran. Ich bin dran. Du hast eben schon gefragt. Ja, du auch. Nee. Welches Land hat die meisten UEFA-EM-Titel der Männer gewonnen? Oh.
UEFA EM, also EM-Titel. Oder ist UEFA EM nochmal was anderes? Die EM, also Europameisterschaft. Warte mal, warte mal, warte mal. Die Frage so gestellt ist, gibt es nur eine Antwort drauf, aber. Ja, eigentlich ja. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ist ein bisschen verwirrend und es fühlt sich auch nicht richtig an, aber. Was fühlt sich nicht richtig an? Die Antwort. 3, 2. Ich bin die ganze Zeit am Rechnen. Yeah. Deutschland, 3, nicht? Deutschland! Und was hast du, Finnland oder was hast du geschrieben? Deutschland und Spanien. Ja, die Frage war, welches Land, ne? Also, das ist ja jetzt zu fragen. Welche Länder hättest du fragen müssen? Da gibt, glaube ich, einen Punkt für die Deutschen aufgeschrieben. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir einen Zwischenpunktestand? Das ist ja schon der Endstand quasi, ne? Der Endstand des. Haben wir nach dieser ersten Runde einen Zwischenpunktestand? Und warum führe ich? Ich glaube, du führst wirklich. Ich habe nämlich nicht mitgezählt. Keine Ahnung. Du führst, glaube ich, wirklich, ja? Ja? Ja, eine Sekunde. Du führst vor, vor allen Dingen. Ich führe euch vor. Glaube ich. Ich derjenige, der hier quasi am wenigsten Ahnung von Fußball hat. Ja, gut. Das waren ja auch bis jetzt. Mein. Das alle gleich viele Punkte, siehst du? Eddie wird vorgeführt, sage ich mal so, ne? Oh, Nils, Etienne und. Nee, Nils, Tobi und Nico mit 4 Punkten und Etienne mit 1 Punkt. Hä, ich habe doch 2 Fragen richtig beantwortet. Seid ihr dumm? Welche Frage hast du denn? Die Andi Möller-Frage? Hast du nicht richtig beantwortet. Da hatten wir die Frage. Das ist Mailand geschrieben, es war Juventus Turin. Na, das ist Mailand geschrieben, es war Juventus Turin. Die Materazzo-Frage? da hast du da hat keiner richtig beantwortet. Gianluca geschrieben und dann hieß jetzt kann ich sagen, dass ich jetzt hier mit 0 Punkt mit 1 Punkt. Runde 2. Lieber G, Runde 2. Runde 2 ist eine Schätzfrage. Ja. Das heißt, wir müssen recht schätzen. Und dann geht's darum, wer am nächsten dran was ist. Was muss man denn in der Schätzfrage? Genau. Ich habe das nicht verstanden. Und gibt es auch nur 1 Punkt oder kriegt man 2 Punkte, wenn man es für denjenigen? Ein Punkt. Pro Schätzfrage. Okay, gut, dann legen wir mal los. Die erste Schätzfrage lautet: Du bist dran. Wie viele rote Karten? Ey, warte mal, das kriegst du schnell. Mach doch noch ein bisschen schneller. Wie viele rote Karten gab es in der Saison 22/23? Ja, die Zuschauer wollen es vielleicht auch noch mal sehen. Habe ich ja gerade vorgelesen. Na gut. Wir können ja schon mal direkt quizzen, aber wie viel. Moment, was? Das ist eine andere Frage. Was? Wie viele Tore erzielte. Keine Ahnung, was mit der anderen Frage passiert ist. Ich mach's gleich für die nächste Runde. Okay. Oh. Wie viele Tore erzielte Pelé in seiner Karriere? Alter. Ich meine, das ist eine umstrittene Frage. Ja, ja. 100%. 1000. What? Ich meine, es sind nämlich über 1000. Ich habe nämlich jetzt auch mal so Schätzfragen-Quiz-Ding gespielt. Ich habe nämlich 1001 genommen. Ich habe 1007 genommen. Oh, du Pisser! Du Pisser. Ich möchte nicht zeigen. Zeig mal. Ich nehme den Punkt nicht. 356. Das ist so konkret. Ist auch gut. Aber 365 ist die Zahl der Bundesliga. Auch konkret. Ja, das ist aber 1281. Du bist so ein Pisser. So ein Pisser. Pelé. 1007. Das ist so ein Pisser. Ups. Aber schlau gespielt. Respekt. Respekt. Hat er mich einfach ausmanövriert. Hättest du eine 1 davor gesetzt, hättest du übrigens gewonnen. Hättest du noch gerade so kein mich so eine 1 entscheiden. Hab ich überlegt, aber ich cheate nicht. Als ob. Unverschämt es ist. So, jetzt kommt die. Ist nicht unverschämt, das sind Erfahrungswerte. Zweite Schätzfrage. Ich muss ja noch die andere Frage. Wie hoch war die insgesamte Laufleistung der ersten Bundesliga in 2023? Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Du wirst es wissen. Die insgesamte Laufleistung. Ich schätze das nicht mal, du weißt es. Ich meine jetzt im Schnitt? Ich würde sagen, alle jeder Kilometer zusammengerechnet, Leo, oder? Ja, genau. Von jedem Spiel. Von jedem Spiel, ja. Jeder Mannschaft in jedem Spiel. Das muss ich ja kurz rechnen. Oh, warte, muss ich mal. Scheiße. Das okay, jetzt geht das wieder los. Oh Gott, rechnen. Okay. Sind. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Geil, jetzt geht's wieder los, dass ich nicht mal mehr dieses Dings rechnen kann. Eine 0 zu viel. Ich habe viel zu wenig, glaube ich. Ey, warte mal ganz kurz. Dann müssen wir mal kurz rechnen. Ich habe mal einen Taschenrechner jetzt, ich kann nicht mehr rechnen. Das ist so unangenehm.
So, jetzt hör mal, Klappe, jetzt brauche ich jetzt 4 Minuten, bis ich das. So, die 30 Sekunden sind um. Sei mal ruhig, gib keine. So, 30 Sekunden sind um. Die 30 Sekunden sind um. Regie, ja, sag doch auch mal was. Ich habe mich voll verrechnet. Ja, Pech. Ja, ist ja okay, 30 Sekunden sind um. Wieso schreib was auf. Schreib was auf. Ja, ist ja okay. Schreib was aufschreiben. Zwei. Der zieht, der überzieht doch bei jeder Frage. Aufdecken. Aufdecken, Nils. 6. Aufdecken. 12. Ich probier jetzt einfach. Komm, wir spielen. Was machst du denn da? Ja, ich bin fertig jetzt, komm. Ich hab 370.000. Ey, warte mal! Moment, ich glaube, ich habe eine Null zu wenig. Wie viel ist 30 mal? Mach jetzt! Mach jetzt! Alle sind ungefähr pro okay, Spiel ready, komm, läuft eine Mannschaft auf, so um zwischen 110 bis 120 ja. Kilometer. Ja, das mal 2, 240 mal 30 9 Spiele mal 34. Ja, genau. Und das habe ich jetzt nicht rechnen können, ich war gerade zu blöd, das zu rechnen. Nils, du bist sowieso raus. Hey, du hast viel zu spät geschrieben. Also ernsthaft, was hast du denn da geschrieben? Raus. Was ist denn da überhaupt? Das sind 80.000. Jetzt. Du hast irgendeine Zahl da aufgeschrieben jetzt, nachdem wir alles gesagt haben. 70.455,1. 76.660. Guck mal, ich habe mich um eine vertan. So. Ihr macht das unter euch aus. Hä? Also Etienne kriegt den Punkt. Wie viel ist der Punkt denn? Etienne kriegt den Punkt. 70.000? Hast du dir null Namen? Ey, wir waren aber verdammt dicht dran. Okay. Ja, das stimmt. Ah, Mist. Aber wir waren alle verdammt dicht dran. 200, ich habe gerechnet 120 pro Spiel. Ich habe mich total verrechnet. Ja, das ist auch ungefähr das Richtige. Oh. Aber ich hatte Probleme, 34 mal 240 zu rechnen. Ich hatte eventuell erst am Anfang eine Null zu wenig. Dabei kann es doch nicht sein. Wenn du 10 mal 240 sind 2400. Ja. Also sind 30, 7200. Wo fehlt denn die Null? Weiß man nicht. Komm mal, nichts. Schnell weiter mit der nächsten Frage, Etienne. Du darfst auch vorlesen. Letzte Schätzfrage. Wie viele rote Karten wurden in der Saison 22/23? Zählen da auch die gelb-roten Karten dazu? Ja. Also das mit dem Timer verstehe ich nicht. Ja. Bei diesen Fragen, wo man nicht rechnen muss, kommt ihr so 10 Sekunden später und wenn man wirklich hart rechnen muss, dann seid ihr sehr, sehr streng. Vielleicht will uns die Regie einfach nur brechen. Aber ihr seid fertig. Ihr seid fertig, oder? Wir haben alle was aufgeschrieben. Ja. Etienne, was hast du aufgeschrieben? 81. Ich habe 29, habe ich aufgeschrieben. 69. 42. 42. Oh, das sind aber ganz unterschiedlich. 43! Hast du es gewusst oder geraten oder gerechnet? Gnadenlos geraten. Ich habe eine rote Karte vergessen. Fuck! Diese eine pro Spieltag. Ich habe auch mit mehr gerechnet. Oh, was hätte ich gekriegt, wenn ich eine Punktrechnung gemacht hätte? Ist ja gar nicht so viel. Nix. Ehre und Ruhm. Ehre und Ruhm. Ah, Mensch, Mist. Das hast du, glaube ich, dich wieder abgesetzt, Nils, mit deinen Punkten. Ich glaube, du müsstest jetzt führen. Das finde ich nur fair. Dieser Runde. 6 für Nils, 2 für Etienne, 4 für Tobi, 4 für Nico. Aber haben wir noch eine letzte Runde. Richtig. Wo würde ich jetzt einholen werden? Das kann sehr gut passieren. Runde 30, wer weiß mehr? Und wir werden irgendeine Frage kriegen und müssen dann eine Antwortkette bilden. Und wer keine Antwort mehr geben kann, ist sozusagen raus. Und dann geht es so lange, bis nur noch einer übrig ist. Und der kriegt einen Punkt dafür, oder der was? Der kriegt einen Punkt dafür. Richtig. Das ist. Das heißt, das ist ja egal, was wir machen, weil du hast ja sowieso schon gewonnen. Nö, wenn wir jetzt die Fragen alle richtig wissen. Achso, gibt es mehrere Fragen? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel US-Präsident ist, dann sage ich Barack Obama, John F. Kennedy und so weiter. Und bis irgendjemand das nicht mehr weiß. Solche Art von Fragen. Genau. Spielen wir mal eine Runde. Man kriegt aber nicht für jede richtige Antwort einen Punkt. Man kriegt nein. Nicht, wenn man am Ende übrig bleibt. Nenne Spieler aus der DFB 1999 Weltmeistermannschaft. 1990 stand da, oder? Wer fängt denn an? Ja. Wir machen Der wenige mit den wenigsten Punkten, würde ich sagen. Ach so, na gut. Das ist, glaube ich, die faire. Jürgen Klinsmann. Rudi Völler. Andi Brehme. Wie bitte? Andi Brehme. Der war nicht dabei. Udo Ilgner. Lothar Matthäus. Guido Buchwald. Pierre Littbarski. Jetzt bin ich schon raus, shit. Und die Folge hattet ihr schon, ne? Mhm. Martin Kreh war nicht dabei, oder? Mhm. Shit. Bin ich raus. Das heißt, er darf, du darfst jetzt nicht mehr mit. Nee, ich bin raus. Icke Hässler. Drei. Matthias Herget. Was? Nee. Ah! Es geht weiter zwischen Nils und Etienne. Nils. Uwe Bein. Wie bitte? Alter, mich verarschen. Uwe Bein.
Ich habe noch einen, darf ich? 3, 2. Manni Binz. Nee. Nein! Ah. Das ist schade, weil es gibt nämlich wieder einen Punkt für Nils. Nehme ich gerne. Könnt ihr wieder diesen Ding-Sound einspielen jetzt? Wer war es denn jetzt noch? Wir haben ein paar nicht genannt. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Zeitdruck. Ich habe jetzt auch nicht gerechnet, dass ich so schnell wieder dran bin. Ja, gut, wenn du nur zu zweit bist, dann bist du direkt wieder dran, ja. Und dann kommt plötzlich irgendein komisches. Gut, nächste Frage. Ich will jetzt wissen, wer noch dabei war. Könnt ihr mal den ganzen Kader vorlesen? Raimund Aumann, Bodo Illgner, Andreas Köpke, Klaus Augenthaler, Thomas Berthold, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Paul Steiner, Günther Herrmann, Pierre Lebarski, Olaf Thon, Frank Mill, Karl-Heinz Riedle. Ja. Dann hat er schon Rudi Völler, Kienzmann. Aber es ist ja halt dumm. Wir hatten jetzt einige dumme Aussätze. Ja. Du hättest wahrscheinlich noch ein paar gewusst. Mann, von den zwei Bremer. Herrmann und Riedle. Unangenehm. Unangenehm. Nächste Frage. Nenne Jahre seit 2000, in denen der FCB nicht den DFB-Pokal gewonnen hat. Och, ist das beschissen. Du hast gerade angefangen, jetzt würde ich sagen, darf Nico anfangen? Mhm. 2004. 2000. 22. 2023. 2018. 2009. 2002. 2021. 2017. 2012. 2011. 2015. 2000. Nee. Da haben sie gegen Bremen gewonnen. Ganz, ganz schwierig. Bin mir gar nicht sicher, ob das schon genannt wurde. 2001. 2002. Habe ich schon gesagt. Wurde schon gesagt. Echt? Wurde schon gesagt. Na. Shit. 2008. Ah, Punkt für Nico. Aber da waren wir, glaube ich, ziemlich gut gerade. Da haben wir sehr viele Jahre hinbekommen. Ich hätte nichts mehr gewusst. Aber das haben wir auch nur hingekriegt, weil du die Frankfurter Pokale wusstest. Ich wusste die Bremer. Du wusstest die Dortmunder Pokale. Und dann ich wusste zuletzt, dass die zuletzt nicht mehr ganz so viel gewonnen. Ja, genau. 2015 Wolfsburg, das habe ich im Kopf. Ja, ich wusste, dass als die Eintracht gewonnen hat, das vorher ja nicht gewonnen hatten. Ich glaube, 2009 müsste auch noch. 2009 hatten wir nicht, oder? Doch, 2009 in Bremen. Okay. Also das war erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Überraschend. Mal gucken, ob es jetzt auch so gut sein wird. Ist es die letzte Runde? Die letzte Runde. Allerletzte Runde. Nenne erste, zweite und Drittligavereine mit einem primär blau-weißen Logo. Sie müssen aktuell in der ersten, zweiten oder dritten Liga spielen. Wer fängt an? Nils. Nils fängt an. Gut, dann sage ich natürlich Schalke 04. Magdeburg. Bochum. Hoffenheim. MSV Duisburg. Ich habe jetzt die Frage leider nicht so ganz auf dem Schirm. Steht doch da. Ja, ist Hamburger SV, zählt das? Ja. KSC. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, was hier gesagt wurde. Ja, auch nicht. Ich habe auch gerade überlegt. Hat schon gesagt, drei. Und Bochum schon gesagt. 2, 1. Braunschweig. Mhm. Fuck, ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde. Ich wahrscheinlich schon Darmstadt. Noch nicht gesagt, gut. Waldhof Mannheim. Hertha. Shit. Gut. Oh, fuck. Fuck, Alter. Ey. Jetzt ist echt schwierig. Jetzt weiß ich nichts mehr. 3, 2, 1. Karlsruhe 2. Gibt's da überhaupt noch irgendwas? Duisburg hatten wir auch schon, ne? Bochum hattet ihr auch schon? Ja. Duisburg hatten wir, Bochum hatten wir schon. Scheiße, bin raus. Etienne hat noch einen Punkt geholt. Ich muss gar nichts mehr sagen. Nee, du musst nichts mehr sagen. So gut, ich hatte auch keinen mehr. Ja. Verdammt. Wäre, nee, 1860 stimmt nicht. Nee, ist ein schwarzer Scheiß. Schwarz-weiß. Aber die Trikots sind blau-weiß.
Stimmt, ja. Aber jetzt würde mich schon interessieren, was da noch über war. Habt ihr noch was? Magdeburg. Hab ich schon. Also Hoffenheim, Bochum, Darmstadt, HSV, Hertha, Kiel, Paderborn, KSC, Schalke, Osnabrück, Bielefeld. Hansa Rostock. Bielefeld, aber das war's. Rote Kogge, ne? Am Osnabrück ist doch lila, nicht blau. Oder Hansa Rostock hat doch auch rot im Logo, meine ich. Ja. Na gut, aber trotzdem ist der Punkt für Etienne. Etienne hat noch ein kleines Comeback geschartet. Ich glaube, am Ende bist du nicht mehr ganz so abgeschlagen wie am Anfang gewesen. Gucken wir auf die Punkte. Das war's schon? Das war's. Ja, gucken wir auf die Punkte. Etienne mit 3. Moment, Freunde. Einen Punkt habe ich noch gemacht. Stimmt, Nico hat 5. Ich habe 4. Ich hatte auch 5. Aber der Sieger ist eindeutig Nils. Vielen Dank, Dankeschön. Aber ihr wart auch gut. Vielen Dank. Wie viele Punkte habt ihr geschafft? Das würde uns interessieren. Schreibt uns das mal in die Comments. Was fandet ihr knifflig? Wo habt ihr gedacht, das ist ja gar kein Problem? Warum wissen die das nicht? Sind die etwa doof? Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen. Schickt Leo Fragen. Schickt Leo Fragen, genau. Denn wenn euch das Spaß macht, dann machen wir das nochmal. Und das Risiko, uns zu blamieren, ist natürlich immer mit dabei. Ja. Heute war okay, der Anfang war ein bisschen zäh. Da, wo es ums Wissen ging. Aufs Raten ging es gut. Ja. Na ja, gut. Alles klar, das war's von uns. Bleibt Bundesliga treu. Erzählt euren Freunden davon. Tschüss und auf Wiedersehen. Abonniert den Kanal.